Hallo allerseits, ich bin heute bei Egon Steinkohl in Karlsfeld. Er hat eine wunderschöne H0 Modelleisenbahnanlage auf Basis der Märklin-K-Gleise und er hat sich zur Aufgabe gemacht, er will was Modernes nachstellen. Nicht so wie die meisten Modelleisenbahner irgendwo 50er Jahre, 60er Jahre. Nein, er wollte einen ganz modernen Kopfbahnhof bauen und moderne Züge fahren lassen. Und wir sehen jetzt hier mal einerseits den Kopfbahnhof mit 6 Gleisen. Und jetzt zeige ich mal den Rest der Anlage auch nochmal. Jetzt gehen wir nochmal ein Stück retour, bevor wir dann was fahren lassen. Dann sehen wir hier den Bahnhof, vollgestopft mit Zügen. Und hier sehen wir am Straßenrand auch schöne Häuser. Und dann sehen wir hier hinten noch einen Lokschuppen, einen modernen Lokschuppen. Meistens sieht man ja bloß die alten Güterzuglokschuppen. Es ist einfach schön, wenn man mal was Modernes baut. Und dann gehen wir hier ums Eck rum. Das ist hier ein ehemaliges Kinderzimmer. Ich kann das jetzt hier mal zeigen. Oben, da ist das Fenster. Das ist jetzt hier nur zugestellt durch eine Fotowandtapete, die man jederzeit wegnehmen kann, damit man ins Fenster kommt. Und jetzt fahren wir hier weiter. Kommen wir in den Güterzugbereich. Da fährt dann der Schnellzug nur als Durchgangsstrecke. Und hier haben wir einen Güterbahnhof oder einen Nebenbahnhof und die Güterzugdurchfahrtsstrecke. Und hier soll demnächst noch ein Containerterminal entstehen. Da wartet er noch auf einen großen Portalkran, der irgendwann demnächst ausgeliefert werden soll. Und dann geht es hier mit der Anlage und mit der Strecke weiter. Jetzt schauen wir hier mal den Bahnhof, den Regionalbahnhof, in dem jetzt hier gerade ein Linz-Nahverkehrszug steht und wartet, bis er demnächst hoffentlich losfährt. Das werden wir dann vielleicht auch gleich sehen. Und hier haben wir noch eine schöne, nette Kleinstadt, auch etwas moderner, aber hier mit Trachtenzug, der hier gerade Oktoberfestzug durchfährt. Zwar nicht ganz so, wir sind ja hier nicht in München in dem Falle, aber es ist einfach, man muss eine Modelleisenbahnanlage einfach ein bisschen entspannt sehen und man darf das nicht immer alles so streng nach dem Originalgetreu sehen, weil sonst macht es auch keinen Spaß. Und der Egon Steinkohl lässt uns jetzt dann mal den ersten Zug fahren. Hallo Egon, können wir dich auch mal zeigen? Jawohl, hallo. Was lassen wir denn fahren jetzt als erstes? Wir fahren mit dem TGV jetzt nach Paris. Ah. So, an die Weichen gestellt für die Fahrstrecke oder Fahrstraße heißt es offiziell. Und jetzt verschwindet er in der Schattenebene unten im Untergrund. Und jetzt fährt er hier eine Paradestrecke entlang. Und dann ist er da unten in einem Schattenbahnhofsbereich kurz zum Sehen, wie er vorbeiflitzt, mit einer Querschleife. Jetzt kommt er wieder raus. Jetzt fährt im Untergrund auch wieder eine 8, glaube ich, als Strecke und dann kommt er oben wieder raus, neben unserer wunderschönen Kirche, die hier auch schön beleuchtet ist. Die historische Kirche, muss man mal schauen, Innenbeleuchtung, da kommt der Zug schon wieder rausgefahren. Das Ganze läuft halbautomatisch in Verbindung mit einer Central Station 2 von Märklin. Da wird nur die Fahrstraße freigestellt und freigeschaltet und alles andere fährt dann nahezu komplett automatisch. So, jetzt kommt er wieder am Bahnhof an.
Gut. Was sehen wir jetzt? Jetzt sind wir, glaube ich, im Güterzug, den du uns zeigen willst. Und der hat vor allem auch eine nette Sache mit einer automatischen Bremsfunktion an einer Steilstrecke, wo es in den Schattenbahnhofsbereich geht. Im Schattenbahnhof sind, glaube ich, insgesamt 3 Züge immer zwischengeparkt. Richtig, 3 und 4 im Güterbereich. Aha. Gut, und dann können wir jetzt mal hier rüberfahren. Lassen wir mal den Güterzug hier losfahren. Das ist jetzt auch ein automatischer Betrieb mit einer Bremsstrecke dann an einem Signal, an einem Lichtsignal. Da sehen wir, dass wir automatisch schön abbremst. Da hat jetzt Egon nur die Fahrt begonnen und alles andere läuft jetzt automatisch ab. So, und jetzt wartet er, bis das Signal grün wird und dann wird er wieder losfahren. Dann verschwindet er im Schattenbahnhofsbereich und dann kann der nächste Zug rauskommen. So, jetzt kommt dann als nächstes eine Baureihe 151 mit einem Holzzug aus dem Untergrund rausgefahren. Und ah, da kommt er schon. Mit jeder Menge Beladung. Und jetzt lassen wir den Regionalzug fahren, den Lind. Er verschwindet jetzt auch im Untergrund. Gemeinsam in den Schattenbahnhof schauen. Und jetzt kommt er wieder retour. Schauen wir hier nochmal eins klein ein bisschen den Bahnhof an, den zukünftigen Containerterminal und ansonsten ein wenig die Landschaft. Und jetzt müsste demnächst hier aus dem Untergrund wieder rauskommen. Und dann kommt er wieder an den Bahnhof.
Egon Steinkohl fährt digital mit einer Central Station 2 und hat zusätzlich noch eine WLAN-Steuerung mit einer App von Märklin. Aber er kann auch hier direkt an der Central Station Fahrfunktionen vollautomatischen Betrieb auslösen, zum Beispiel am Pendelzugbetrieb. Was hast du da jetzt programmiert in dem Falle? Ich habe jetzt die ganze Ablaufsteuerung programmiert, vom langsamen Wegfahren, über Beschleunigen, über Bremsen und wieder zurück. Das Ganze geht ohne PC, nur mit der Central Station 2. Das schauen wir uns jetzt mal an hier. Auch dieser Zwischenhalt ist jetzt vollkommen automatisch, ohne jeden weiteren Tastendruck auf der Zentrale und läuft nach einer Wartezeit von einer halben Minute etwa wieder an. Und dann schaltet irgendwann das Signal auf grün und es kommt nochmal eine Ansage und dann geht es wieder retour. Jetzt warten wir noch ein bisschen. Das war's mit dem Automatikbetrieb und das war's überhaupt hier mit der wunderschönen H0-Anlage von Egon Steinkohl hier in Karlsfeld bei München in einem ehemaligen Kinderzimmer mit 13 Quadratmeter. Tochter ist ausgezogen. Jetzt darf Egon endlich dieses Kinderzimmer für sich selber komplett beanspruchen und hat diese wunderschöne Anlage in den letzten 1,5 Jahren komplett aufgebaut und verfeinert. Ein Teil hat schon mal existiert. Und der größere Teil ist dann jetzt innerhalb der letzten 1,5 Jahre entstanden. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, dieser Ausflug in die H0-Welt mit einer schönen Märklin-Eisenbahn. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder bei mir in meinem YouTube-Kanal vorbeischauen würden.